Salim, Bruder, hier bist du ja. Wir suchen dich überall. Wir haben gute Nachrichten. Ja, Salim, großartige Nachrichten. Bald wird es ein großes kaiserliches Fest geben. Mit den allerwunderbarsten Köstlichkeiten. Für die Köstlichkeiten brauchst du doch kein Fest. Du findest immer eine Entschuldigung, um gut zu essen. Hör zu, Murat. Das andere ist mir egal, aber lass die Kommentare über meine Diät. Hört doch endlich auf zu streiten. Und sagt mir die guten Neuigkeiten. Was wird denn gefeiert? Die gute Nachricht. Unser lieber Vater heiratet wieder einmal. Er ist der Kaiser. Er heiratet noch oft. Und wen wird er diesmal heiraten? Keine Ahnung. Sie gehört wohl zu einer königlichen Familie. Er heiratet aus politischen Gründen. Das Mogulenreich wird danach noch größer werden. Gebiete. Land, noch mehr Land. Was hat man eigentlich davon? Aber Land ist doch sehr nützlich und das verleiht Macht. Ja, Salim. Ich habe gehört, dieses Land ist sehr umkämpft. Deswegen wollen viele Könige diese Frau heiraten. Hat seine Majestät sie um ihr Einverständnis gebeten? Ja, er hat sie gefragt. Und sie stimmte zu. Aber sie ist viel jünger als unser Vater. Das zählt doch in der Politik gar nicht. Aber es muss ein großes Vergnügen sein, den Blick über das Land schweifen zu lassen, und man besitzt einfach alles. Das ganze Land. Ein Mensch braucht nur so viel Land, dass er mit seinen Füßen darauf stehen kann. Und nicht viel mehr, wenn er stirbt. Man sollte nicht aus reiner Gier Besitz erstreben. Wenn du das einmal verstanden hast, dann wirst du glücklicher sein. Murat, mein Bruder. Wo gehst du denn jetzt hin? Warte, Salim! Ich gehe dahin, wo man nach seinen Bedürfnissen lebt und nicht nach seiner Gier. Hast du das jetzt verstanden? Nein. Aber wie Salim es sagte, muss es sehr wichtig sein. Weißt du, wenn jemand so redet wie Salim gerade, dann scheint er sehr verliebt zu sein. Wirklich? Du weißt aber ganz schön viel über die Liebe. Ja, weil ich verliebt bin, seit ich ein Kind war. In wen? Ins Futtern! Bleibt ganz ruhig. Ich bin's. Was macht ihr hier? Ich wollte Farhan treffen. Es sind viele Leute im Wald. Ich glaube, sie suchen nach euch beiden. Es scheint, sie ziehen ab. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich hatte Angst, was seine Majestät wohl mit euch machen würde. Und ihr habt mir keine Nachricht geschickt. Oh. Das heißt, du hast wirklich an mich gedacht, nachdem ich gegangen war. Es sieht so aus, als hättest du mich vermisst. Ja, ihr seid sehr nett und ihr seid auch sehr höflich. Darf ich dir etwas sagen? Sicher. Ich habe auch an dich gedacht, nachdem ich dich getroffen hatte. Wieso? Du hast mich wirklich außerordentlich beeindruckt. Ich bin ein Soldat und bin es gewohnt, sehr mutig sein zu müssen. Aber du hast deine Aufgabe mit großem Mut und ohne Angst erfüllt. Für die Liebe eines anderen, das verdient große Achtung. So ist die Liebe nun einmal. Sie macht dich stark.
Ich dachte immer, dass ein Soldat einfach nur kämpfen und so viele Feinde wie möglich töten müsste. Das erste Mal, dass ich euch sah, da dachte ich, wie kann ein Soldat nur so mitfühlend sein, so voller Gefühle? Wo ist denn Fahan? Ja, Fahan ist dort, dort in der Hütte. Gehen wir? Sei gegrüßt. Ist alles in Ordnung? Mir geht es sehr gut. Und dir? Weder tot noch lebendig. Ich kann mir den Schmerz gar nicht beschreiben, Salim, Bela verloren zu haben. Ihr werdet wieder zusammenkommen. Das ist unmöglich. Die Zeit ist vergangen. Sie ist bestimmt schon verheiratet. Bela ist nicht verheiratet. Wisst ihr das denn nicht? Was sagst du denn da? Ja, Bela ist nicht verheiratet. Der Mann, den sie heiraten sollte, ist vorher gestorben. Starb er etwa durch meinen Angriff? Nein, so war das nicht. Er starb, als er fliehen wollte. Er ist hingefallen und hat sich verletzt. Deswegen haben sie euch nicht gejagt. Fahan, jetzt endlich wirst du mit der Liebe deines Lebens zusammen sein können. Ich werde sie herbringen. Egal, was auch immer passieren mag. Bis dahin bleibe bitte hier. Und gehe nicht von hier fort. Seid gegrüßt, Majestät. Warum seid ihr so schnell fortgegangen? Ihr habt mir gar nichts gesagt. Gebt her. Wisst ihr, dass ich herausgefunden habe, dass Manbai anscheinend in Salim verliebt ist? Und Salim hat uns ja schon gesagt, dass er Manbai sehr gern mag. Und ich kann mir vorstellen, dass es der richtige Zeitpunkt ist, zu Bhagwan Das zu gehen und die Verbindung zu vereinbaren, findet ihr nicht? Königin Joda? Du bist aber wirklich unmöglich. Hast du denn seiner Majestät immer noch nicht gratuliert? Königin Rukaya, wann bist du gekommen? Gerade eben. Ich konnte nicht anders. Die Neuigkeiten waren so aufregend. Stell dir vor, Königin Salima und ich sind dann sofort aufgebrochen. Wirklich? Aber von welchen Neuigkeiten sprichst du denn eigentlich? Unmöglich. Das kann doch nicht sein, dass du nichts davon weißt. Majestät, hat dir Königin Joda nichts gesagt? Es ist gut. Ich erzähle es ihr. Königin Joda, das wird einer der wichtigsten Tage im Leben seiner Majestät sein. Seine Majestät wird wieder einmal heiraten. Nachdem er diese Prinzessin geheiratet hat, wird unser Reich noch viel größer und sicherer sein. Warum schaust du so, Joda? Du musst ihm doch jetzt gratulieren. Das Reich der Mogulen wird noch größer werden. Ich glaube, sie ist sehr
vom Glück begünstigt, dass sie den Kaiser heiratet. Nicht wahr, Jalal? Sie wird die Frau des Kaisers von Hindustan werden. Freut ihr euch denn nicht, so eine junge Frau zu heiraten und das Reich zu vergrößern? Wirklich, Jalal, ich bin so glücklich. Glückwünsche, Eure Majestät. Königin Choda, hört mir doch zu! Königin Choda! Ich glaube, Königin Choda ist nicht sehr glücklich über diese Neuigkeit. Königin Choda, ich muss mit dir sprechen. Das ist nicht nötig. Treff die Vorbereitungen für eure Hochzeit. Ich bin hierher gekommen, um mit dir zu sprechen. Ich werde nicht gehen, bevor du nicht mit mir sprichst. Wozu das? Was wollt ihr denn sagen? Wie wollt ihr euch rechtfertigen? Wie? Ihr müsst mir doch keine Erklärungen abgeben. Ihr seid der Kaiser. Ihr könnt doch so oft und so viel heiraten, wie es euch gefällt. Königin Choda, Königin Choda, bitte glaub mir doch. Ich wollte dein Glück nicht schon wieder zerstören. Das musst du mir glauben. Ich habe Frieden gesehen in deinen Augen nach so langer Zeit. Und ich möchte auch, dass es so bleibt. Ihr redet über Frieden. Eure Worte haben meinen Frieden wohl für immer zerstört, Eure Majestät. Ich habe das Gefühl, jemand hätte mir einen Dolch ins Herz gestoßen. Bitte glaub mir. Ich fühle doch ganz genauso, Königin Choda. In der Geschichte wird geschrieben stehen, dass ich diese Prinzessin geheiratet habe, aber niemand wird wissen, dass ich das gar nicht wollte. Ich musste mich schon so oft opfern. Manchmal aus politischen Gründen, manchmal wegen meiner eigenen Angelegenheiten und manchmal für die, die mir lieb sind. Ich gebe zu, ich habe schon viele Male geheiratet und ich gebe zu, ich werde wieder heiraten. Aber du bist für mich die Einzige. Dich habe ich geheiratet, weil ich dich liebe. Du bist die Liebe meines Lebens, Königin Choda, und niemand wird deinen Platz einnehmen. Noch werde ich deinen Platz einer anderen geben. Du musst mir um Himmels Willen glauben. Ich wollte sie nicht heiraten, aber dass ich es nun trotzdem tue, dafür habe ich meine wichtigen Gründe. Bitte glaub mir. Bitte versuche, das zu verstehen. Ihr habt Farhan ein Versprechen gegeben. Aber werdet ihr es auch erfüllen? Ich gebe grundsätzlich nur Versprechen, die ich auch erfüllen kann. Aber wenn ihr dabei getötet werden solltet? Ich sagte dir doch schon einmal, im Kampf für die Liebe zu sterben, ist besser als 100 Leben. Ich habe Geschichten gehört, wie Liebende gegenseitig ihr Leben füreinander gegeben haben. Die Menschen vergessen diese Geschichten nie. Auch wenn die Zeit vergeht. Warum schaust du mich so an? Ich kenne niemanden, der so bereit dazu ist, sein Leben für die Liebe zu opfern. Ja, ich weiß nicht, ob ich jemals die Gelegenheit haben werde, für meine Liebe zu sterben. Aber ich kann mein Leben für Farhans Liebe opfern. Habt ihr denn einen so starken Glauben an die Liebe? Ja, den habe ich. Meine Mutter sagt, dass ich für die Liebe geboren bin. Mein Vater und meine Mutter lieben sich sehr. Sie sagen, ich wäre das Zeichen ihrer unendlichen großen Liebe. Wenn Menschen für die Liebe geboren werden, warum sollen sie dann nicht auch für die Liebe
sterben und ihr Leben für ihre Liebe geben. Glaubst du denn nicht daran? Nein, daran glaube ich nicht. Niemand stirbt für die Liebe. Die Menschen versprechen sich immer, füreinander zu sterben. Aber ich glaube, dass ich für nichts und niemanden sterben will. Ich möchte dir sehr gern einen Ratschlag geben. Niemand weiß, was das Schicksal für ihn bereithält. Also solltest du es besser nicht herausfordern. Ich gehe jetzt. Mutter wartet sicher schon sehr, sehr lange auf mich. Gehen wir? Hoshea, wo ist Prinz Salim? Ich bin jetzt schon eine ganze Weile hier und ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ich habe viele Nachrichten geschickt, aber immer hieß es, er wäre noch nicht zurückgekommen. Wo er wohl steckt? Salim? Da bist du ja, mein Sohn. Sag mir, wie geht es dir überhaupt? Mutter, es geht mir wirklich sehr gut. Aber ihr seht sehr besorgt aus. Komm mit. Salim? Die Sorgen werden größer mit dem Alter. Wenn man älter wird, kümmern sich die Ehemänner nicht mehr besonders. Was wollt ihr damit sagen? Salim, mein Herz ist voller Schmerz. Du weißt doch, wie sehr ich deinen Vater immer geliebt habe. Aber ich denke, meine Liebe ist nicht genug für ihn. Was wollt ihr denn damit sagen? Geht es euch wirklich gut? Salim, seine Majestät heiratet noch einmal. Ja, ich habe davon schon gehört. Und es ist eine Frau, die halb so alt ist? Ja, das weiß ich schon. Ich hätte es ja ertragen, wenn es eine Prinzessin wäre, eine aus königlichem Hause. Aber sie kommt aus einem Stamm. Es ist Bela, König Kambas Tochter. Königin Joda, hier sind ein paar glückbringende Geschenke für Jalals Hochzeit. Wir müssen sie mitnehmen. Zur Henna-Zeremonie.